ja mittlerweile so unfassbar viel Waffen hier ist es. Wir können es tragen. Jetzt. Das ist ja cool. Nice, 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 nice. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal schauen, ob wir vom Schaden her da ansatzweise an die Keule rankommen. Aber wir können mal ein bisschen damit spielen. Wir haben leider keine Seelen, um das abzugraden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Mal sehen, ich gehe mal vielleicht nur auf plus 1. Was brauchen wir denn dafür? Drachenknochen. 1 und 8 haben wir. Okay. Ich guck gerade nochmal, wie die Keule von Stats ist. Ah, die wird hier gar nicht mehr aufgelistet, ne? Also wir würden schon mit dem nächsten Step, also der Sprung ist ziemlich heftig, 171, 110 schon machen. Ich glaube, unsere Coin ist bei 300, 300 irgendwas, ne? Ah ne, ist sie nicht, weil, Moment. Also ich werde sie jetzt erstmal noch nicht verwenden. Wir können ein bisschen rumprobieren damit, aber ich werde erstmal mit der Coin weiterspielen, bis wir genug Seelen haben. 300, 300 ungefähr, 294, 294. Na ja, gut, aber wenn man das Schwert vielleicht auf plus 5 oder so hat, dann kann das schon wieder anders aussehen. Ich werde das mal ein bisschen damit rumspielen. Ich will es einfach mal testen. Auf jeden Fall das mit dem AE-Effekt oder so, mit den Flammen, die da rauskommen, das ist ja mal mega cool. Also, das ist wirklich stylisch. So, hier müssen wir hin. Lass mal ganz schnell hier ein paar Viecher umhauen und das Schwert mal noch ein bisschen höher bringen. Das geht ja wirklich schnell. Dann müssen wir hier hin. Gegen den einen Typen will ich mal ganz kurz das Schwert testen. Wahrscheinlich werde ich dann erstmal kurz auf Keule wieder machen, dass wir schnell die Seelen farmen können. Mal eine Runde. So, drauf. Also dafür, dass es auf Basis ist, ist es glaube ich gar nicht so schlecht. Und da wird jedes Mal unterbrochen. Alter, Alter, Alter. Oh, das hat wehgetan. Aber ich glaube, das Schwert gefällt mir. Es ist jetzt auch nicht so sehr anders als die Keule. So, jetzt sind wir dran. Schneller Schlag. Was, der lebt noch? Okay, der schnelle Schlag hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Also muss wirklich den harten machen. Ja gut, Leute, wir schauen einfach mal, wie es ist, wenn wir es abgegradet haben, ne? Weil das macht nochmal extrem viel aus. Ich wechsle jetzt mal auf die Keule, wir tun mal ganz schnell noch ein paar Seelen farmen. Das geht ja wirklich flink. So. Aber das wäre jetzt so am ehesten die Waffe, auf die ich mal switchen würde. Die noch in Frage käme, neben der Keule. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, hier war keiner gewesen, jetzt kommt gleich wieder der Elefant. Können wir wieder den coolen Move machen. Die können wir nicht, weil erstmal müssen wir die oben killen. Das haben wir ja das letzte Mal gelernt. Erst müssen wir die Leiter hoch. So, schnell, bevor der Elefant uns hier runterhaut. Da sind sie wieder. Das kann ich so immer erst den hier anpeilen, weil dann ist es unwahrscheinlich so, dass einen treffen. What the fuck? Okay, ist down. Geht auch. Muss ich immer im Backslap sein. So, jetzt aber. So, und den auch noch. So, da haben wir nur den Elefant weg, dann nur die anderen drei Typen, dann haben wir schon wieder über 10.000 Seelen. Ah ne, das ist ja okay, das hier zu machen. So, da ist er. Mal ein bisschen näher, ich hätte hier gerne ein bisschen mehr Platz. Wobei, jetzt Achtung, mal sehen, ob wir es hinbekommen. Komm nochmal. Ja, ist down auf jeden Fall. Wir haben zwar getroffen, das war jetzt auch wirklich Risiko. Normal würde ich das nicht machen, aber egal, ich mag den Move. Ich probiere es jetzt hier auch nochmal. Ah, die anderen treffe ich wahrscheinlich wieder nicht. Ne, die treffe ich nicht. Aber es ist trotzdem total cool. Kann man sagen, was man will. Ja, der eine ist auch schon down. So, jetzt sind wir dran. Lebt er noch? Nee. So, aber wir hauen mal noch schnell vorsichtshalber die Bogenschützen hier oben um. Schnell durchrennen. Und dann haben wir ungefähr 20.000 Seelen, dann können wir das Schwert definitiv auf mindestens plus 5 bringen oder so. Denke ich. Und da sieht man auch, wie, dass es überhaupt nicht schlimm ist, wenn ich mal sterbe mit 30.000 Seelen oder so. Hey! So, schnell Backstep. Oh nein, der andere schießt gleich bestimmt. So, jetzt den killen.
den auch noch. Weil wenn man da mal mit 30.000 Seelen stirbt, die sind in ungefähr 10 Minuten, 5 Minuten wieder drinne. Jetzt geht wirklich schnell. Ja, ich hau erstmal den hier weg, damit wir hier keinen Bogen oder Pfeil von hinten reinbekommen. Ah, ich habe beide erwischt. Au, wow, 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 wow. Und Blutung, scheiße. Okay, ganz ruhig. Ausdauer. Heilen, heilen, heilen. Scheiße! Okay, Leute, ich setze einen kleinen Cut. Wir sehen uns, sobald ich wieder an dieser Stelle bin. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Beziehungsweise wir sind fast da. Wir hauen mal noch hier die schnell weg. Hab auch schon wieder 8000 Seelen. Ah, es geht auch wirklich schnell. Achtung, drehen. So, schnell weg. Jetzt müssen wir erstmal noch schnell umhauen hier. Na komm, haut mal zu. So, jetzt. Ah, leben noch. Okay, ich mach jetzt mal Einhand. Einhand wollte ich machen. Ja, hier nicht dumm sterben oder so. Na komm, hau mal zu. Hau doch mal zu. Ich stelle mich gerade hier ein bisschen an. Jetzt sind die so weit auseinander, das ist super kacke. So, der ist down. Der ist auch down. Heiltrank. So, jetzt müssen wir noch rechts hoch unsere Seelen wiederholen. Und dann haben wir, glaube ich, schon wieder über 30.000 oder so. Und dann können wir das Schwert auf jeden Fall ein bisschen pimpen. Und dann bin ich mal gespannt, weil ich fand es jetzt basismäßig schon gar nicht so schlecht. Zumindest die harte Attacke war gut. Das heißt, aufheben. Erstmal den hier schnell backsteppen, weil sie nur was noch hinbekommen. Ja, nice. Einfach Zweihand. Ah, ne, stimmt, die fallen ja um. Das ist witzig. Finde ich immer witzig, weil die so groß sind. So, ich nehme mal einen Heiltrank. Die muss ich jetzt eigentlich nicht noch unbedingt umhauen. Oh, schnell, 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 schnell weg hier. Oh, okay, habe ich geblockt. Wunderbar. So gut, dann machen wir schnell zum Leuchtfeuer. Oder wollen wir jetzt auch noch? Komm, wenn wir dabei sind, holen wir die auch noch weg. Das sind gute Seelen. Lass ich mir jetzt nicht hingehen. So. Na komm, dann können wir... Okay, wir müssen zweimal draufhauen, dann ist er down. Der hat uns nicht getroffen, Gott sei Dank. Weg. Scheiße, drauf einfach, dann ist er down. So, hätten wir. 40.000 Seelen fast wieder gemacht. Und es hat jetzt ja wirklich nicht so ewig gedauert. Ist auf jeden Fall ein guter Spot auch wieder zum Farmen. Ne? Kann man sich eigentlich vormerken. Und der beste ist aber immer noch Eisenfestung. Da wo man auch die Plattform dann irgendwie umdrehen kann über der Lava und so. Das geht am schnellsten. Das geht wirklich richtig schnell. Vor allem weil man da auch sehr viel schneller hinkommt natürlich in das Gebiet. Aber ich denke jedes Mal, dass diese Zacken hier Schaden machen. Machen sie aber gar nicht. So gut, dann machen wir mal Jula, tun das ein bisschen upgraden, das Schwert, und dann kämpfen wir damit mal ein bisschen rum. Ich werde aber höchstwahrscheinlich trotzdem auch wieder die Keule irgendwann verwenden. Dafür macht mir das mit der Keule viel zu viel Spaß. Aber auf das Schwert bin ich auch neugierig. Und deswegen habe ich das jetzt hier gemacht eben. Na, so ein bisschen Abwechslung und so ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dum, 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 dum. Flammenschwert. Aber es ist wirklich diese eine harte Attacke. Diese leichte Attacke hat mich jetzt nicht so umgehauen. Beziehungsweise den Gegner nicht so sehr umgehauen. Verkauft ihr eigentlich was Neues? Well. Nope. Es hat ja auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben, wann genau die Neues verkauft. Also auf jeden Fall, wenn wir Twendake Schloss durch haben, vertickt die nochmal was. Und wenn wir dann das Spiel abgeschlossen haben, dann verkauft die, glaube ich, die dann die Brocken nochmal oder so. Verkaufen wollen wir nicht. Mal verstärken. So, das hier was gewesen. So, plus 1. 171, 110. 211, 120. Ah, wir kriegen es nur auf plus 3. 250, 130. Und danach hätten wir es auf 290, 140. Da brauchen wir aber noch zwei versteinerte Drachenknochen. Ah, die kriegen wir wahrscheinlich auch wieder am besten übers PvP, schätze ich mal. Egal, wir haben so plus 3. Wir probieren es einfach mal aus jetzt. Das ist auf jeden Fall besser. Das ist auf jeden Fall besser. So, wo haben wir es?
250, 130, was macht die Keule? 209. Ja, die Keule ist immer noch besser, klar, ne? Aber durch diese Flammenattacke könnte das trotzdem ganz interessant sein mit dem Schwert. Bräuchten halt noch ein paar Drachenknochen. Ich wüsste jetzt ja auch nicht, wer noch welche verkauft. Müsste ich auch erst googeln oder so. Aber egal, machen jetzt weiter. Wir machen jetzt erstmal ein Training-Schloss, machen den Fahrstuhl da hoch. Ja. Ja. Und ich habe vergessen zu leveln. Okay, es gibt nochmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns, sobald ich wieder Majula bin. Ist klein. Is that here to see luck? However. Ah, stimmt, wir haben ja auch eine Scherbe gefunden. Cool. Ich überlege gerade, haben wir auch nochmal Knochenstaub? Ich weiß es gar nicht. Was ich aber gleich mal noch machen werde, ist, ich werde mal meine Keule wieder normal machen, dass sie keinen Blitzschaden mehr macht. Das könnte jetzt schon Sinn machen, weil manchmal ist es physisch eh besser, weil die Blitzrisiken höher sind. Plus, wir haben jetzt noch mehr Stärke, das heißt, der Bonus ist noch höher. Wenn ich dann auf die Keule wieder wechsle. Ich kann die Waffen einfach wechseln nach Belieben dann, je nach Gegner und so, muss ich mal gucken. Ja, jetzt noch mehr Stärke muss eigentlich nicht sein, ne? Also, ich tendiere fast dazu Belastung, dass wir dann das Schild bald mal benutzen können. Ich mache mal Belastung an, noch auf 31. Das Ding ist, solange wir das Schwert haben, können wir das nicht machen. Aber egal, wenn wir die Keule nehmen, dann schon irgendwann. Ich guck mal, eben sieht's denn jetzt aus, 68. Aber wenn wir auf der die Keule haben... Wenn wir die Keule haben, die hier, sind wir auf 61,8. Und wenn ich dann auf das Schild hier wechsle, was wir gekauft haben, sind wir einzeln... Also ich muss ungefähr 2 Punkte... investieren, und dann könnten wir das Schild tragen und würden keine Fat Roll machen. Dann würden wir so aussehen. Und das Schild ist ziemlich gut. Hat auch mehr Haltung, wurde mir empfohlen, darauf zu achten. Auch wenn ich ein großer Fan von diesem Königssachenschild bin, aber ich will auch ein bisschen hier probieren. Aber wir machen jetzt erstmal die Combo mit dem Schwert. Beziehungsweise tue ich nochmal zu McDuff teleportieren und dann machen wir mal die Keule wieder normal, also bis gleich. Ach so, ich sehe gerade, die ist sogar auf B, die Waffe. Aber wisst ihr was, dann lasse ich das so. Also A würden wir natürlich nochmal ein bisschen mehr Bonus bekommen, aber wenn die auf B ist, dann ist der Bonus wahrscheinlich nur groß genug, dass wir damit doch im Durchschnitt mehr Schaden machen. Ich lasse die jetzt mal auf Blitz. Ist auch eine coole Kombo, ich meine, wir haben jetzt eine Blitzwaffe und eine Feuerwaffe und können dann noch ein bisschen rumprobieren, was je nach Gegnertyp am besten ist. Finde ich gar nicht so verkehrt. Lassen wir erstmal so. So, es gibt wieder einen kleinen Cut. Alter, die Post-Production, das wird wieder ein Spaß für mich. Aber ich bin mal so nett und wir sehen uns dann quasi gleich wieder, wenn wir bei dem Fahrstuhl sind. Im Twin Lake-Schloss dann. Also bis gleich. So Leute, da sind wir. Dann gucken wir mal jetzt hier, Fahrstuhl. War das hier gewesen? Nope. Egal, dann hauen wir den Typen nochmal um hier. Dann können wir das Schwert nochmal testen, um wie viel das jetzt besser geworden ist. Das würde mich ja doch mal interessieren. So, hauen wir zu. Oder wir hauen einfach zu. Das hat er leider geblockt, der Gute. Ausdauer. Hauen wir zu hier bitte. Er haut nochmal. Ne, jetzt sind wir. Also es zieht jetzt schon ungefähr so viel ab wie die Keule, wenn ich den harten Schlag mache. So, jetzt sind wir wieder. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Also ich denke, wenn wir das Ding auf plus 5 haben, ich weiß gar nicht, wie hoch wir das machen können, ob plus 5 oder plus 10. Ich kenne mich da leider nicht aus mit diesen magischen Bosswaffen. Aber wenn das auf plus 5 ist, dann ist es gegen gewisse Gegnertypen bestimmt sogar besser als die Keule, könnte ich mir vorstellen. Aber auch nur gegen gewisse Gegnertypen. Gegen andere könnte dann die Keule wiederum besser sein. Also es ist auch ganz cool, zumindest jetzt beide zu haben. So gut, wir gehen jetzt... Hier sind wir gekommen. Ist das hier richtig? Ja, hier ist richtig. So, holen wir das Ding erstmal wieder runter. Und ich könnte mir ja vorstellen, dass es vielleicht gar nicht mehr so weit ist bis zum nächsten Boss. Muss man mal gucken. Das sieht aber auch cool aus, ne? Also mir gefällt's. Und ist auch glücklich, das haut genau hin, 68,8%, ne? Also wir machen keine Fat Roll. Es hat sich da schon gelohnt, auch in Kondition zu gehen. Beziehungsweise an dem Wert, was unsere Belastung erhöht. Gerade wenn man bedenkt, dass ich den Ring noch anhabe hier, plus 1, dass wir mehr aushalten können und dann noch den Helm. Aber dafür haben wir jetzt auch geilen Torso. So gut, habe ich die Fahrstuhlmusik also auch übernommen. Jetzt machen wir wieder nach oben und das wird wirklich eine ganz schön lange Reise. Ist das ein Geheimgang? Ah, nee.
sind wir vorhin schon hochgeklettert. Alter Schwede, ich bin mal auf die Aussicht gespannt. Weil das geht jetzt hier richtig weit nach oben. Das geht richtig weit nach oben. Da sind wir. Ich höre da schon Gegner. Na dann. Mehr sterben können wir ja nicht. What the? Da muss ein Schlüssel rein. Nur so. Eingebetteten Schlüssel nicht im Inventar. Das ist ja uncool. Ich sollte den jetzt wahrscheinlich auch nicht töten. Ich meine, das ist ein Schloss. Offensichtlich. Ein lebendes. Mach mal auf. Starkes Zauberschild. Das interessiert mich. Das will ich mir mal ganz kurz angucken, auch wenn ich es nicht benutzen kann. Zauber, 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 Zauber hier. Alter, wir haben natürlich Zauber mittlerweile. Explosive Wucht. Ich frage mich auch, ob es einen Zauber gibt, so wie in Dark Souls 1, dass man die Waffe via Zauber noch verstärken kann. Das würde mich mal interessieren. Es gibt auf jeden Fall Reparatur, was ganz geil ist. Stille. Hier haben wir es. Erfüllt den Schild in der Schildhand mit Magie, versteckt den Schild, um zusätzlichen Schaden zu absorbieren. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil da können wir dann auch wieder schlechtere Schilde nehmen von der Absorption her, die aber dafür dann anders besser sind. Aufladung 4. Ist halt die Frage, wie lange das hält, ne? Aber das ist eine coole Variante. Wie gesagt, ich denke ja drüber nach, vielleicht dann irgendwann nochmal einen Hexer zu spielen. Vielleicht auch einen PC. Ich weiß es noch nicht, aber vielleicht. Und dann wäre dann sowas dann auch eine Variante, dass man sowas mit aufs Schild haut. Große Zauberwaffe. Ein Zauber mächtiger als Zauberwaffe erfüllt die Waffe in der anderen Hand mit intensiver Magie, welche schweren magischen Schaden verursacht. Das ist doch genau das, was ich gerade gemeint habe, oder? Erfüllt die Waffe in der anderen Hand mit intensiver Magie. Also würde unsere Waffe dann noch stärker werden, wenn wir das drauf anwenden. So verstehe ich das zumindest. Ein Zauber, der ein Schwert aus Seelen formt. Ja, sowas will ich nicht. Ich will keine Waffe aus Magie machen. Ich will die Waffe, die ich habe, durch Magie verstärken. Das müssen wir eigentlich mal ausprobieren. Da brauchen wir 18 Intelligenz. Seelensperr und so. Ja gut, das kenne ich. Cool, weiß ich nicht. Also da muss ich mir mal Gedanken drüber machen, mich noch ein bisschen informieren. Aber da hätte ich eigentlich Lust drauf. Weil da könnte man noch mehr Schaden machen. Und noch mehr Schaden ist immer gut. Und 18 Int braucht man da, glaube ich, dafür. Das wäre jetzt nichts Unmögliches auf jeden Fall. Feuersamen, sehr cool. Können wir Pyromantino höher bringen. Ein Seelengefäß war irgendwie auch dabei. Da könnte ich also nochmal respecken. Habe ich jetzt mindestens 2 Seelengefäße. Oh, schön. Müsste doch für den jetzt ja sein, ne? Nein. Nicht im Inventar. Muss ich den irgendwie ausrüsten oder so? Aber nee, da war ja noch unten eine Tür gewesen, glaube ich, ne? Ich hab den Schlüssel nicht. So, wir machen wieder Runde. Ah, willst du wieder das Reiz hier drauf zu hauen? Aber nee, das wäre bescheuert. Und da sitzt irgendeine kleine Frau drinne. So, mach's mal wieder Runde. Ich überlege gerade, welche Tür das jetzt ist. Ja, aber da war doch noch eine Tür gewesen, oder? Die wir noch nicht aufmachen konnten. Glaube ich. Vielleicht war der dafür, der Schlüssel. So, aber es lohnt sich ja sicher, hier mal ein bisschen rumzugucken, ob hier irgendwo ein Geheimgang ist. Hier könnte man lang. Aber hier geht auch die Leiter hoch. Okay, von daher ist das uninteressant. Höchstens die Tür hier. Ah, wunderbar. Cool. Da hinten sind Gegner. Und Nebel. Und bestimmt ein Boss. Schätze ich mal. Und da ist ein übelst großes Banner. Königskorridor. Okay.
natürlich jetzt ein bisschen ungünstig, dass ich da jetzt mit einer Waffe hinrenne, die ich noch nicht viel benutzt habe. Oh. Ah, scheiße, ist kein One-Hit. Alter, also komm halt doch mal ein bisschen jetzt rum, vergleichen, was cool ist und so. Und vergleich, was dann die Keule an Schaden macht und so. Ich finde die Waffe ziemlich geil, aber guck mal, wie schnell die kaputt geht. Also diese harte Attacke macht die Waffen ganz schnell kaputt, wie es aussieht. Richtig schnell sogar. Aber dafür ist die Attacke auch sehr, sehr angenehm. Aber das Schwert, guck mal, ich trage, obwohl ich diesen Ring trage, dass die langsamer kaputt gehen, ist das jetzt schon auf 60%. Also da muss ich dann auf die Keule wieder wechseln, aber das ist ja Gott sei Dank kein Problem. Das kann man ja machen. Mal sehen, ob ich den jetzt gebackstep bekomme. So, jetzt Achtung! Ah, das war nichts, schade. Ah, ich glaube, man kann die gar nicht backsteppen, oder? Komm mal zu. Jetzt vielleicht. Geht nicht. Ja, die kann man nicht backsteppen. Ah, ich finde die Waffe cool. Ah, er hat was getroppt. Dum 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 dum. Glitzerndes Titanit. Sehr, sehr nett. Hat er das getroppt? Das lag bestimmt. Nee, das lag hier bei dem Skelett rum. So, ich guck mal, wie kann ich ihn dann möglichst schnell auf meine Keule wechseln? Ich müsste eigentlich hier mal aufräumen. Meine Keule ist hier unten. Also ich müsste. Dum 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 dum. Drei runter, drei nach rechts. Okay, das kann man sich ja sogar merken. Ist jetzt nur, falls ich gegen den Boss, falls die Waffe kaputt gehen sollte. Ja, das wird interessant. Wahrscheinlich wird es daran scheitern, ist mir aber egal.